Hurra, die Weihnachtsrallye hat begonnen. Jetzt war es das mit der Korrektur. Jetzt geht es nur noch nach oben. Das sagen viele, die meine Videos kommentieren. Ich hatte in der letzten Woche, nämlich letzten Montag, gesagt, es wird brutal werden. Und es wurde brutal. Wir haben heftige Bewegungen nach oben wie auch nach unten gesehen in der letzten Woche. Und gestern haben wir wieder mal eine Bewegung nach oben gesehen. Eine Omikron-Rallye, nämlich der Glaube oder die Hoffnung, dazu ist ja die Datenbasis noch etwas gering, dass eben Omikron weniger gefährlich ist, weniger Hospitalisierungen nach sich zieht. Dementsprechend sehen wir vor allem aus dem Value-Sektor eine starke Rallye. Und diese starke Rallye, die hatte sich angekündigt, eben aufgrund der Überverkauftheit, die wir hatten, mit der wir in die neue Handelswoche gestartet sind. Diese Überverkauftheit hat sich jetzt ein wenig abgebaut. Und den letzten Montag, erinnern wir uns, da ging es auch deutlich nach oben. Da haben auch schon alle gesagt, Mensch, dieser Ausrutscher da an Black Friday, das war eben nur ein Ausrutscher. Und dann kam es aber doch anders. Schauen wir uns die Chose mal an, was gestern passiert ist. Dow Jones, glaube ich, bester Handelstag seit März, wenn ich mich nicht täusche, fast 2% im Plus. Der Nasdaq hat es dann auch noch geschafft, sich etwas deutlicher ins Plus zu arbeiten. Die Small Caps, vor allem auch große Gewinner, etwa 2%. Schauen wir uns allerdings mal die Gewinnersektoren an. Dann sehen wir ganz oben Consumer Staples und ziemlich weit unten Technology. Also Tech war relativ schwach. Defensive Sektoren wie Consumer Staples waren relativ stark. Das ist eine kleine Eintrübung der Freude, denn normalerweise müsste so etwas wie Tech, müsste so etwas wie Bitcoin, die Kryptowährungen, das ist ein Zeichen, dass sozusagen wirklich hier Risikobereitschaft besteht. Das müsste eigentlich der Fall gewesen sein, aber schwamm drüber. Was ist in der letzten Woche dann nach dem sehr erfolgreichen Montag passiert? Wir hatten einen Turnaround Tuesday und das war die Entdeckung des sogenannten Jeromicron-Virus, also des plötzlich hockischen Jerome Powell, diese 180-Grad-Wende, die der gute Mann absolviert hat. Und das ist das Thema und Problem Nummer 1 für die Märkte. Ich wiederhole mich da, aber es ist so. Erinnern wir uns, als die Welt im totalen Lockdown war oder zumindest die westliche Welt im totalen Lockdown war. Was haben die Aktien gemacht? Sie sind gestiegen, weil die Fed eben und weil andere Notenbanken Liquidität in die Märkte gepumpt hatten. Was passiert, wenn jetzt alles harmlos ist mit dieser Omikron-Variante und die sogar dominant wird, alle anderen Varianten vertreibt? Wir also Corona dann mehr oder weniger hinter uns hätten, müssen die Aktien dann steigen? Nein, das ist eben nicht der Fall und das ist die Logik, die hier zur Diskussion steht. Denn es würde die Fed eher sogar ja noch bestärken, wenn Omikron harmlos ist, dass man aus dieser ultralaxen Geldpolitik viel schneller aussteigt, das Tapering zunächst mal höher dosiert, also die Reduzierung der Anleihekäufe, um dann eben schneller auch die Zinsen anzuheben. Und genau das preisen nach wie vor die Fed Fund Futures ein. Da hat sich null geändert. Die sind sogar jetzt wieder ein bisschen nach einem Rücksetzer nach oben gegangen. Man erwartet für Juni 2022 die erste Zinsanhebung. Und da Märkte, Aktienmärkte, natürlich immer ein bisschen vorausschauen, wird diese geldpolitische Wende auch schon mal antizipiert und eingepreist. Und genau das sehen wir. Und genau das ist der Grund, warum der Nasdaq eben schwächer ist als Value-Aktien. Dementsprechend hat sich an dem eigentlichen Muster, dass durch das Hauptthema Nummer 1, und das ist immer Liquidität, das sind immer die Notenbanken, stehen die auf dem Gaspedal oder treten sie auf die Bremse? Das ist viel wichtiger als Omikron. Das haben wir, wie gesagt, in der Corona-Krise, glaube ich, gelernt, als die Firmen dicht gemacht hatten. Egal, die Aktienbewertungen der Firmen sind dann trotzdem gestiegen. Hier sehen wir mal den S&P 500 in einem Chart von Michael Silver. Hier sehen wir, dass wir jetzt es zumindest mal geschafft haben, höhere Hochs zu machen und höhere Tiefs zu generieren. Ein positives Zeichen. Wir sehen, dass wir wichtige gleitende Durchschnitte, den 50er zum Beispiel, nochmal gehalten haben. Wir sehen allerdings, dass das Volumen gestern schon etwas wieder deutlich geringer war. Also beim Anstieg, das Volumen war gestern wieder mal deutlich geringer als in den Tagen, an denen abverkauft wurde. Aber Schwarm drüber, das ist wahrscheinlich menschlich. Schauen wir uns dagegen den Nasdaq mal an. Dann sehen wir unten zunächst mal in diesem Chart, das ist das maßgebliche Nasdaq ETF, sehen wir tiefere Hochs, tiefere Tiefs. Also anderes Bild als beim S&P 500. Wir sehen beim Nasdaq im größeren Zeitfenster, dass wir über diese Trendkanalbegrenzung nach oben ausgebrochen sind, dann eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation gebracht haben, gezeigt haben, dann durch die Nackenlinie durchgebrochen sind, dann an einer Unterstützung gedreht sind, möglicherweise eben jetzt an die Nackenlinie nochmal ranlaufen. Und das wäre
Ein Bereich über 16.000 Punkte nochmal. Also das, was da im Nasdaq passiert, der sich ja deutlich schwächer erholt und vorher deutlich stärker gefallen ist seit der hawkischen Wende von Jerome Powell, ist durchaus charttechnisch konform, ist normal, heißt aber nicht, dass hier die Kühe schon vom Eis sind. Im Gegenteil, wenn der Kurs wieder an der Nackenlinie abprallt und dann nach unten geht, dann wäre das eine ziemlich klare Bestätigung eines Trendwechsels, eines möglicherweise sogar längerfristigen Trendwechsels. Schauen wir uns die Schuhe mal an. Die Recovery Stocks haben gestern wieder besonders zugelegt in Relation zu den Stay-at-Home-Stocks, also praktisch alles, was von Reopening der Wirtschaft profitiert, Kreuzfahrt, Tourismus, Sie können sich das vorstellen, meine Damen und Herren, und da sehen wir, dass wir jetzt sogar in Relation Recovery-Stocks zu Stay-at-Home-Stocks höher stehen als bei Auftreten der Omikron-Story. Also das hat sich sehr, sehr deutlich erholt. Wir sehen hier den S&P 500 unten in dem Chart, aber der Breadth, also die Marktbreite, Aktien, die über ihrem 200-Tages-Durchschnitt handeln, ist ein bisschen gestiegen, aber nicht so wirklich deutlich gestiegen. Also nach wie vor haben wir ein Thema mit der Marktbreite. Und hier sehen wir mal den S&P 500 in einem Chart von Northman Trader. Sehen wir hier diese bearischen Wedges, also praktisch eine Verengung, die dann wieder nach unten aufgelöst wird. Gestern haben wir wieder dieses Hochlaufen gesehen in eine solche Verengung herein. Bekommen wir heute einen Turnaround Tuesday wie letzte Woche? Das muss ich noch zeigen. Dazu brauchen wir ein Thema. Die Fed-Speaker sind ja pausiert. Da ist die Blackout-Period. Die dürfen sie nicht mehr äußern bis zur Fed-Sitzung, die dann Dienstag nächste Woche beginnt und Mittwoch eben dann mit der Pressekonferenz ihren Höhepunkt findet von Jerome Powell. Hier nochmal ein Blick auf den Leitindex S&P 500. Wir sehen oben im RSI hatten wir eine negative Divergenz, die sich dann eben realisiert hat. Wir sehen eben diese Bedeutung von gleitenden Durchschnitten. Hier der 5er EMA hat gehalten. Das sind alles Dinge, die die Amerikaner sehr, sehr stark beachten. Wir waren kurzfristig aus dem Bollinger Band raus, also überverkauft etc. All das war logisch, aber es ist nach meiner Auffassung eben noch nicht der Triumph der Bullen, sondern eine technische Reaktion zunächst mal, die überfällig war, die sich angekündigt hat, die vor allem auch getrieben war durch einen Short Squeeze. Goldman Sachs hat das hier gezeigt, dass in den letzten 7 von 10 Tagen Aktien netto verkauft wurden, und zwar so stark, das gab es zuletzt im April 2020. Und wir sehen, dass hier die Short Sales outpacing Long Buys 4.5 to 1, also 4,5-fach wurden hier Shorts mehr eingegangen als Long. Und da hat man eben, vor allem Hedge Funds waren es, die hier Short-Positionen aufgebaut hatten, und die haben derzeit ohnehin ein schlechtes Timing oder in diesem Jahr. Die Performance der Hedgefonds ist ja relativ miserabel, und hier sehen wir dann unten in dieser Grafik, dass eben auch gestern wesentlich die Aktien gestiegen sind oder besonders gestiegen sind, die eben starker geschortet wurden. Dennoch sehen wir den übergeordneten Schaden durch Jeromikron, durch die Wende, hawkische Wende der Fed. Schauen Sie mal hier. Etwa Expensive Software Index, also das, was zu teuer ist und das, was unprofitabel ist, das dürfte nach wie vor, auch wenn wir da Erholungen sehen können, dürfte nach wie vor am gefährdetsten sein. Das sind die Sektoren, die man meiden sollte. Value kann gut funktionieren, kann besser funktionieren. Dementsprechend sollte man aus meiner Sicht eben sich auch die Indizes aussuchen, die man long oder die man short geht. Da würde ich eben Value eher auf der Long-Seite sehen, Tech eher auf der Short-Seite. Und hier werden eben Bewertungen eine Rolle spielen. Hier sehen wir mal eine Auflistung von Bewertungen, etwa Amazon, KGV, Price Earnings Ratio von 56,8, Growth Rate Required 17%, bisherige Growth Rate 64%. Wenn wir das mal zu meinem Lieblingsunternehmen Tesla ausweiten, Price Earnings von 371,5, man müsste also mit 70% wachsen permanent, Nvidia auch teuer, Salesforce sehr, sehr teuer, Microsoft, da kommen wir gleich dazu, auch jetzt nicht gerade billig mit einem Kursgewinnverhältnis von 37, aber jetzt gestern auch die Aktie gestiegen, damit auch neben Apple maßgeblich dazu beigetragen, dass sich dann der Tech-Sektor noch etwas derrappelt hat. Das ist ja ein absolutes Schwergewicht. Jetzt will Microsoft die Preise anheben und sagt ja um 20%. Auch das ist dann wahrscheinlich eine Art der Inflation, wenn solche Monopolunternehmen dann beginnen, die Preise anzuheben, und man scheint die Kunden zu zwingen, sozusagen Annual Subscriptions zu machen, also praktisch Jahres
Abos abzuschließen, statt nur monatlich kündbare Abos. Wenn man das nicht tut, eben, wenn man eben sagt, nee, ich will monatlich, dann muss man 20% mehr bezahlen. Jedenfalls, das hat der Aktie geholfen, hat aber inflationären Charakter. Und nach meiner Auffassung, das Entscheidende, sind eben dann am Freitag die US-Verbraucherpreise. Und die Frage ist, wie werden die ausfallen? Wird das die Fed sozusagen in ihrer hawkischen Haltung bestätigen? Wahrscheinlich schon. Warum sehen wir hier zum Beispiel, wir sehen, dass im November die Rents massiv gestiegen sind for new move-in leases, also für Leute, die erstmals hier die eine neue Wohnung beziehen. 13,9% sind die gestiegen. Absolut untypisch für diese Jahreszeit. Wir sehen, die Belegung in Mietwohnungen ist so hoch wie noch nie. Es gibt also eine massive Nachfrage. Der Mietmarkt in den USA ist derzeit heißer als der Käufermarkt, also wo wirklich dann die Immobilien verkauft und gekauft werden. Dementsprechend, diese Rents sind extrem wichtig, etwa ein Drittel der Inflationsberechnungen. Da sind dann auch vielleicht Heizkosten drin, aber da ist Miete wirklich ein entscheidender Faktor. Und das beginnt jetzt eben in diese CPI, in diese Verbraucherpreisberechnung überhaupt erst so richtig einzufließen. Hier sehen wir auch, dass trotz des Rückgangs des Öls, und da könnte man argumentieren, ja, Rohstoffpreise sind gefallen, das ist sozusagen disinflationär eigentlich richtig, aber wir sehen, dass Gasoline, also das, was die Amerikaner dann faktisch an der Tankstelle bezahlen, ist nicht günstiger geworden, sondern ist es sogar teurer geworden. Das heißt, wir haben hier weiterhin diese inflationären Effekte, trotz einem zwischenzeitlich gefallenen Ölpreis, der WTI-mäßig jetzt ohnehin wieder über der 70er-Marke hantiert. Und wir haben übergeordnet dann eben auch diese Globalisierungstendenzen, die schon länger übrigens gehen, auch schon vor Corona gehen, wie wir hier mal sehen, Unwinding Globalization, Value of Foreign Content in Manufacturing Production. Also wie viele Teile aus dem Ausland sind in der maschinell, in dieser industriell produzierten Ware. Und hier sehen wir, dass bis auf Europa es global, wie auch in China, wie auch in den USA, immer weniger wurde und dieser Trend schon seit 2011 der Fall ist. Und jetzt werden wir eben aufgrund der Lieferkettenproblematik, Materialmangel, Erfahrungen, die wir in Corona gemacht haben, etwa, dass bestimmte Dinge nicht da waren, wie die zentral sind eben für unser Gesundheitssystem, für viele Bereiche, dass man das irgendwie wieder hierher verlagern muss. Evergrande jetzt auch ein Thema. Offenkundig hat Evergrande viele Anleihehalter nicht bezahlt, nachdem jetzt die 30 Tage Grace Period abgelaufen ist, also diese Gnadenfrist, könnte man sagen. Das heißt, wir haben nach wie vor auch in China das Thema Immobilienkrise massiv. Jetzt haben wir in Ningbo ein wichtiger Hafen oder eine wichtige Hafenstadt. Dort gibt es Lockdowns jetzt in einem Viertel, Shanghai. Und es ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit, bis wir dann wieder Hafenschließungen sehen. Wer denn insgesamt nochmal zurück zum Immobiliensektor, da hat es jetzt zwei andere schon deutlich erwischt, Sunshine 100 und Ayusan. Die haben Anleihezahlungen auch nicht gemacht. Also wie gesagt, Evergrande war nur die Spitze des Eisbergs. Es ist ein Riesenphänomen und die Notenbank versucht irgendwie dagegen zu steuern. Aber es wird kaum aufzuhalten sein, diese Lawine. Diese Lawine, die auch in anderen Bereichen Alibaba getroffen hat, nämlich eine Regierungslawine. Hier Alibaba etwa, die gestern ja sich massiv haben erholen können nach dieser langen Leidensgeschichte, hat 56 Kaufempfehlungen, 5 halten und nur eine Verkaufsempfehlung gehabt. Seit dem 27. Oktober 2020 ist aber praktisch die Aktie um 65% gefallen. Also hier sehen wir, was da falsch gelaufen ist. Da ist praktisch ja komplett Marktkapitalisierung vernichtet worden. Selbst wenn jetzt Erholungen stattfinden, wird dieser Schaden kaum mehr zu reparieren sein. Und kommen wir nach good old Germany. Hier sehen wir, dass nach wie vor jetzt die Strompreise weiter im Höhenflug sind. Fast ein neues Allzeithoch, das wir gesehen haben, liegt auch an diesen Carbonpreisen, also diese CO2-Pollution. Diese CO2-Zertifikate, die sind jetzt über 80 Euro gestiegen. Auch das ist inflationär. Das steigert nämlich vor allem die Kosten für die Unternehmen. Die Energiepreise steigern die Kosten für die private Kunden oder für die normalen Menschen sozusagen. Und all das dürfte eben dafür sorgen, dass auch hier in Deutschland die Inflation hoch bleibt. Heute interessanterweise ZDW-Index um 11 Uhr. Wir hatten gestern ja die Industrieaufträge gesehen mit einem massiven Einbruch. Wir haben heute Morgen die Industrieproduktion gesehen, die war besser.
Dennoch dürfte das vierte Quartal für Deutschland extrem schwierig werden. Schwierig wird es aus meiner Sicht für unprofitable Tech-Unternehmen, für alles, was zu teuer ist und möglicherweise eben auch für Kryptowährungen. Bitcoin und Ethereum, Game Over. Wie steht es da? Da hat sich der Rüdiger Born mal die Dinge genauer angeschaut, der charttechnisch. Und das werde ich Ihnen unter dem Video mal verlinken. Also wenn Sie jemand sind, der sich für Kryptowährungen interessiert, wie das weitergehen kann, dann sind Sie da genau an der richtigen Stelle. Und mir scheint, der Rüdiger bestätigt da meine These etwas, aber schauen Sie selbst unter dem Video verlinkt. Jetzt wünsche ich erstmal das Allerbeste und sage Servus und Ciao.